Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Simrail-Video, beziehungsweise ein kleines Tutorial. Es wurde sich gewünscht, dass ich in LazyRC mal Fahrdienstleiter mache und mal zeige, wie das hier so geht. Ich bin gerade hier reingestartet und von Lazy kommt jetzt gleich ein Zug, der 40619. Okay, Lazy an sich ist eigentlich relativ einfach. Wir haben hier den Verkehr von links nach rechts, rechts nach links und Lazy schickt ab und zu Züge hier auf diesem Gleis da und da unten. Das ist quasi die Umforderung hier von dem ehemaligen Depot oder Abstellung. Das ist das Gleis hier da hinten. Und ab und zu muss man natürlich auch schauen, wenn hier auf der Strecke 1, da ist das, wo jetzt gerade der Zug hier reinkommen ist, gibt es auch Züge, die hier nicht Bahnschuss 1 reingehen. Das ist hier LK1, sondern auch 160. 154 wäre zum Beispiel noch Pretzbiaki, das ist noch nicht in Verwendung. Da oben ist der andere Anschluss, 154. Und da sieht man auch die Nummern da, 186. Auf der linken Seite ebenfalls 1, 160, 186, 154. Das heißt, man muss da immer in den Fahrplan reinschauen, wo die Züge hin sollen. In diesem Fall 40619 wird er vermutlich auf 1 gehen. Da 40619, Linie 1, 1020. Wir schauen hier, ob die Weichen passen. Die schauen gut aus, also geben wir ihm hier die Fahrt. Wunderbar, dann können wir das schon wieder zumachen. Da bahnt sich jetzt aber gerade Güterzüge an. Gehen wir davon aus. Oh nein, 421038. Der ist jetzt hier schon weg. Dann kommt vermutlich 447049. Schauen wir es mal an. 447049. Um 34. Und da sehen wir schon von LazyLB. Ein bisschen laut. Fahrt er nach Drabova-Gornica auf der Linie 160. Sprich, der muss hier unten rein, wo der andere Güterzug jetzt reingefahren ist. Ciao, Kollege. So, und da wird jetzt die Anfrage gemacht. Ist der Streckenblock für Zug 447049 auf Gleis 3 frei? Und da sagen wir eben, ja, das ist frei. So, machen wir das mal hier. 447049. Und dann dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Anfrage kommt. Da kommt sie. Er hat jetzt die Anfrage gestellt, um hier die SPL-Richtung einzustellen. Die bestätigen das mit BOZ. So, und jetzt hat er hier auch schon die Ausfahrt gestellt. Also rot blinkend heißt, Ausfahrsignal für den Zug ist auf Fahrt. Und sobald es durchgehend rot leuchtet, ist der Zug da drüber gefahren. Wir wissen schon, der muss auf 160, also schauen wir mal die Fahrstraße hier an. Ist in dem Fall straight geradeaus und können ihm hier die Fahrt geben. Bei einem Fehler scheint es noch zu... Ah, nein, jetzt ein Fehler. Das Weichenpaar stimmt hier nicht. So, jetzt ist es gerade. Und dann kann der da durchfahren. Ich spare mir jetzt die Züge anzukündigen, beziehungsweise die Abfahrt zu melden, weil hier momentan nur KI drin ist. Da seht ihr einfach nur, wie man hier den Verkehr idealerweise macht. So, dürfte nicht lange dauern, bis das hier auf durchgehend ist. Ausgerechnet jetzt. Jedenfalls, wenn der Zug dann hier durchgefahren ist und wir sein, also wenn man es nach Vorschrift macht, seinen Zugschluss hier sehen, dann können wir hier bestätigen mit K.O., genau wie in SCS, ey, der Zug ist bei mir, Block kann wieder aufgelöst werden. Warum? Ich glaube, das ist ein Vorsignal. Okay. Nach wie vor am Leuchten kommt von der anderen Seite was, 40619, das war ja der hier. Heißt erstmal hier warten. Ein kleiner Schnitt später, der Pfeil ist jetzt durchgehend am Leuchten, das heißt, der ist jetzt über das Ausfahrsignal drüber. Also wird es vermutlich eine Minute oder zwei dauern, bis er dann langsam hier bei uns ist, beziehungsweise hier dann sichtbar ist. Ist leider relativ langsam da hinten, ist er mit 40 unterwegs. Also müssen wir ein kleines Geduldsspiel spielen. Währenddessen schauen wir uns mal den Fahrplan hier an. Um 4 und
30 wäre hier. Das ist jetzt eh gerade der nächste. Und der nächste Zug kommt von Lazy. Der fährt hier auf der Strecke 1. Das ist langweilig. Dann auf der Gegenrichtung. Ebenfalls Strecke 1, also Linie 1. Und dann kommt aber einer von Drabova. Der will auf 186. Das wäre dann also von hier rechts noch 186. Und hier gibt es auch noch einiges zu beachten, wenn man hier einen Zug reinschickt in diese SBL. Aber das zeige ich euch, wenn es dann soweit ist. Erstmal, wenn wir hier den Zug hier fertig abfertigen. Und das, was wir hier oben machen, das ist auch das Gleiche, was dann hier unten ist. Wenn hier unten eine Anfrage kommt, dann müsst ihr genau gleich umgehen. Und ich sehe gerade, auf der Linie 1 kommt gerade schon der nächste. Das ist dann vermutlich 2419. Wo ist 2419? Also, warte mal. 2419. 1027, Linie 1. Hier kann ich auch schon mal die Fahrt geben, da ist frei. Okay. So, da ist auch schon unser Güterzug. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis wir den hier sehen. Da kann man auch die Abfahrtsmeldung. Hat sie brav gemacht, die KI. Ich würde es toll finden, wenn man diese G-Geräusche abschalten könnte. Gibt aber einen kleinen Trick, wenn man sich nur so kurz bewegt, dann macht das manchmal nicht. Muss man aber wirklich aufpassen damit. Na, wo ist er denn? Jetzt ist er in dieser 20er Stelle. Oh, die beiden sind parallel. Aber da eine Parallelausfahrt. Naja, nicht wirklich. Da kommt aber unser Regio. Ciao, Kollege. Gute Weiterfahrt. Wunderbar. Und Güterzug immer noch nicht in Sicht. Ist da noch nicht mal über das Signal drüber. Ja, ich denke mal, wenn dann diese Linien hier auch noch angeschlossen sind, könnte es noch spannend werden hier mit dem Verkehr. Hat Potenzial, aber zum Üben eigentlich ganz gut. Ich finde das sogar ein bisschen schwieriger als Benzin. Im Sinne von, dass man hier noch die Züge falsch schicken kann. Benzin kannst du es eigentlich nicht wirklich falsch schicken. Da ist auch unser Güterzug. Und schön lange auch noch dazu. Ah, es wäre schön, wenn man dann die beladenen Züge fahren kann. Momentan geht das hier nur im Tutorial. So, und da hinten ist der Zugschluss. Ganz schön laut hier. Und bestätigen, dass er hier ist. Ah, jetzt geht's. Okay. Wart, bis hier weiß leuchtet. Drücken. Fertig. Fand ich jetzt spannend, dass es nicht früher geht. Aber okay. Sehr interessantes Geräusch, was wir jetzt hier haben beim Vorbeifahren. Das ist auf alle Fälle neu. Gut, jedenfalls ist jetzt hier wieder aufgelöst. Und das gleiche Prozedere dann wieder, wenn der nächste Zug kommt.
Umgekehrt wäre es dann so, wenn wir da was reinschicken, dann müssten hier den Block aufmachen und er wird es dann entsprechend bestätigen, dass der Zug dann bei sich da ist und dann wird es wieder aufgelöst. Sollte aber eigentlich hier nicht der Fall sein, also kommt sie nicht auf die Idee, da irgendwas reinzuschicken. Das gleiche auch da unten nicht. Macht es schön nach Fahrplan. Okay. Der nächste Zug. Schauen wir mal ganz kurz. Das wäre dann... Ah nein, der ist schon weg. Um 34 von Lazy. Achso, da war 447, das war jetzt doch er hier. Den haben wir jetzt auch. Dann haben wir jetzt hier von Lazy nach Taroba. Das ist jeweils Gleis 1. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn hier der Zug von Taroba nach Lazy auf dem Anschluss 186 will. Also, bis gleich. Und da wären wir schon wieder. Taroba hat mich jetzt angefragt, ob der Streckblock für Zug 41116 frei ist. Ich schaue uns mal ganz kurz an, wer das ist. Der fährt auf Linie 1. Interessant, dass er jetzt für den anfragt auf Gleis 3. Ist dann hier oben. Aber ja, wir sagen ihm, der ist jetzt erstmal frei. Das wäre dann 41116. Der muss auf 1. Und der 40668. Der ist ebenfalls auf Linie 1. Okay, dann kommen da jetzt da gleich mal 2. Das war schon Nummer 1. Auf der Linie 1, das wäre hier gerade rüber. Hier können wir das schon mal geben. Und ich denke mal, der andere kommt dann hier oben. Müssen wir jetzt kurz abwarten. Jetzt fragt er für den nächsten an. 242219. 242219. Der muss auf 160. Das hier unten. Zug 41116 ist storniert worden. 41116. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Lazy 242219, der fährt auf 160. Ist da unten. Also geben wir mal kurz Lazy Bescheid. 242219. Müsste jetzt hier gleich mal die Anfrage dann kommen, wie vorhin. Ja, passiert doch nochmal ein bisschen Stress hier. Wobei Stress ist natürlich relativ. Was kommt jetzt da? Lazy, möchtest du bitte denn Block mal anfragen. Dann wäre das schon mal erledigt. Ist schon witzig. Ah, da wäre es ja. Gut, dann tun wir das bestätigen. Ausfahr wäre wieder drin. Das wäre der 242219. Kurz mal kontrollieren. Der fährt auf 160. Also das hier. Gehen wir hier die Fahrt schon mal. Jetzt muss ich um den nicht mehr kümmern. Und hier kommt jetzt 40668. Können wir kurz nachkontrollieren. Ja, der fährt auf Linie 1. Dann hätten wir das. Der fährt hier durch. Gut ist. Also hier die Linie 1 ist wirklich am einfachsten, da wirklich links und rechts hin und her schicken. Spannend wird es natürlich immer hier unten, da unten und hier oben. Und das halt ab und zu mal, ich glaube einmal in der Stunde oder so ist es, dass hier von Linie 1 einer hier runter muss auf 160.
Okay, ich denke mal, das, was jetzt gleich passiert, das habt ihr jetzt gerade vorhin schon gesehen. Die fahren dann hier vorbei. Ich werde hier wieder hinten bestätigen. Sobald der andere hier oben auftaucht, komm schon wieder, warte mal, ist der Zug für 4116 frei. Da habe ich noch gar nicht geantwortet jetzt. 41, 116. Ja, der ist Linie 1. So, der ist am Fahren. Sehr gut. Oh je. Da ist jetzt ein Spieler drin in dem Zug. Ich hoffe, er weiß, was er tut. Und sag Hallo zu YouTube. Hallo, sehen dich jetzt. No pressure. Gut, ja. Ich mache mal kurz einen kleinen Cut, bis wieder spannender wird. Bis gleich. Okay, kleines Update für euch. 41116 kommt hier auch auf dem Anschluss hier. Sind jetzt beide hier drin. 41116 und 40668. Sprich, wenn 40668 hier durchgerauscht ist, werden wir dann die Fahrstraße für den nächsten machen. Und er ist jetzt auch ebenfalls über das Ausfahrsignal drüber. Gibt auch Gas. Sieht gut aus. Und 40668 steht da hinten am Bahnhof. Dürfte dann auch gleich mal losfahren. Oh, und da kommt schon der nächste. Das ist vermutlich der 14115. Jetzt mal kontrollieren. 14115. Der fährt ebenfalls auf 1, also hier in der Mitte. Und dann gebe ich dir hier schon mal die Fahrt. Ja, die sind jetzt direkt da hintereinander. Der steht jetzt vermutlich hier hinten in der Kurve. Der fährt jetzt hier los. Der andere wird dann da vorne beim Signal halten müssen. Güterzug ist jetzt auch schon hier, dass ich ihn sehe. Mal sehen, ob das dann wieder gleich komisch klingt wie vorher. Ciao, Kollege. Gute Fahrt. Oh, da gab es mal keine Ruckler. Also ich muss sagen, performance-technisch habe ich weitestgehend keine Probleme mit dem Spiel. Und ich merke gerade, man kann in diesen Tisch reinlaufen. Okay. Na gut, dann kommt man besser zu den Knöpfchen hier oben. So, er ist jetzt hier drin. Da kommt der nächste. 1415. Ah, da ist er ja schon. Inklusive der Güterzug. Ach nee, er fährt einzeln. Alles klar. So, da ist wieder frei. Du hast jetzt hier die Ausfahrt. Das klang jetzt schlimm. Wegen diesem kleinen Hänger. Okay, ich würde mal bestätigen. Wird wieder aufgelöst. Schauen wir mal in den Fahrplan, ob was Spannendes kommt. Ebenfalls Linie 1, Lazy LP nach 100, also von Trabowa nach Lazy LP auf 186. Das wird dann hier oben stattfinden. Noch da rein. Okay, dann warten wir mal auf den, wenn der für den Anschluss 186 kommt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, gibt wieder was Neues. Der Bravoa hat mich angefragt für Zug 245039. Den habe ich bei mir gar nicht.
Der ist vermutlich fehlgeleitet worden. Aber auf Gleis 4, also Gleis 4 wird das hier oben sein. Das ist ja Gleis 3, so wie ich das jetzt gesehen habe. Wir sagen ihm, das ist erstmal frei und werden den rüberschicken. Das wäre hier 245039. Schickt den mal rüber, aber dann kann ich das hier drüben mal kurz demonstrieren. Ciao. Hallo Spieler, der nicht mehr in meinem Bereich ist, aber Voice angemacht hatte. Dürfte vermutlich jetzt dann hier rot werden. Eigentlich nicht der Zug, auf den ich gewartet habe. Aber ist, was ist denn Simray? Da hat man manchmal Züge, die einen überhaupt gar nichts angehen, aber trotzdem hier sind. Ja gut, dann warten wir mal, bis er da ist. So, da, es ist ein bisschen Zeit vergangen und leider regnet es jetzt auch. Und jetzt kommt auf Gleis 4 tatsächlich ein Zug, der 245039. Den haben wir ja hier nicht. Den schickt man jetzt mal straight darüber. Geben hier mal die Fahrt. Und hoffen, dass er gleich mal da ist. Auf Gleis 3 kommt ebenfalls ein Zug. Er hat mich jetzt hier mehrmals für Gleis 4 angefragt. Gleich 3 Züge hintereinander. Und mal schauen, was davon jetzt kommt oder nicht, weil er hat jetzt davor einiges storniert gehabt. So, wenn der dann hier drinnen ist und da drüber reingefahren ist in den SBL-Block hier, müssen wir dann gleich eine kleine Sache machen. Aber das zeige ich euch, wenn es dann soweit ist. Wir sagen, ich stelle mich mal ganz kurz so hin und warten, bis er bei uns ist. Okay, jeden Moment sollte er jetzt bei uns sein. Währenddessen kommt hier noch ein anderer Zug. Der 40166. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Der fährt Linie 1. Der kann auch schon mal die Fahrt haben. Linie 1, wunderbar. So wie es aussieht, fährt der durch und hat keinen Halt. Und da ist auch unser Güterzug. Wir schauen mal ganz kurz nach da unten. Da ist er. 644024. Also na, Moment mal, das ist abgefahren. Na doch. 644024. Kannst du mir auf Gleis 4 schicken. Da ist der Kollege, der eigentlich hier gar nicht sein sollte. Ja, wenn er noch ein bisschen langsamer fährt, dann wird er jetzt hier gleich eingeholt. Komm, gib Gas! Du schaffst das! Hol ihn ein! Und weg sind die beiden. So, da kommt schon der nächste Kollege. Das ist der 444040. 444040. Der ist auf 186. Also eh auch da rein. Wunderbar. So, er ist jetzt hier drin. Warte, bis das hier ausgeht. Oh, da steht ja auch einer, sehe ich gerade. Der 40166. 40166, der fährt auf Linie 1. Ah, Moment. Wo ist er jetzt? Weg. Ah, hier unten die Abfrage. Für den nächsten. So. Der Güterzug ist hier noch am Fahren. Der muss leider noch warten.
Warum ist jetzt 40, 166 weg? Interessant, was hier so passiert teilweise. Ich gebe mal ganz kurz die Ausfahrt, einfach zu schauen, ob das hier ein Bug ist. Und jetzt doch was auftaucht. So, und dann werden wir mal schauen, was für ein Kollege hier unten kommt. So, der ist jetzt weg. Wir klicken einmal hier drauf. Wunderbar. Und weg ist. Man kann auch schon der nächste hier losfahren. 44040. Ebenfalls auf den Anschluss hier rein. Und da scheint, als würde keiner kommen. Gut, dann nehmen wir das Signal wieder zurück. Das ist S1, ZS1. Fahrstraße gelöscht. Hier kommt der nächste, 40168. Ebenfalls Linie 1. Und fährt darüber. Ja, und das ist im Prinzip eigentlich das, was ihr da die ganze Zeit macht. Wirklich schauen, dass hier der Verkehr passt. Von links nach rechts hin und her schicken. Schauen, dass die auf den richtigen Anschluss hier fahren. Wie gesagt, teilweise von da oben kann sein, dass die einmal hier runter müssen. Oder von hier oben einmal ins Runter oder rauf, je nachdem. Auf das einfach achten, welcher Anschluss. Und ja, ansonsten viel Spaß hier beim Fahrdienstleiter spielen. Ist jetzt sicherlich nicht perfekt, was ich jetzt hier gemacht habe, aber es sollte euch mal so einen kleinen Guide geben. Und ich denke, so kommt ihr ein bisschen klar mit der Station hier. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie die gerne in die Kommentare rein. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.